Yo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem ganz neuen Videoformat auf meinem Kanal. Yes, die Tuba hat mich heute motiviert, weil sie hat mir Videos geschickt, die ich mir mal angucken soll und darauf reacten soll. Und das machen wir heute. Ja, herzlich willkommen zurück. Dieses Format heißt jetzt Stretch and React. Nicht Stretch and Relax, wie das Kursformat, sondern Stretch and React. Weil ich habe Bock, mich ein bisschen zu stretchen und beweglicher wieder zu werden. Gerade jetzt in dieser aktuellen Zeit ist dazu einfach ein bisschen mehr Luft. Und damit das Ganze nicht so langweilig ist, reacten wir auf Videos. Und zwar heute eins, was die Tuba mir geschickt hat. Und das Video heißt Doktortitel erschleichen. Wie einfach bekommt man einen? Also da bin ich sehr, sehr gespannt. Gar nicht mein Thema, ich habe da gar keinen Plan von und wir ziehen uns das jetzt gemeinsam einfach rein. Ich werde dabei mich ein bisschen stretchen, wenn du da zu Hause dich auch ein bisschen stretchen willst dabei, dann mach dich bereit, schnapp dir dein Smartphone oder dein Laptop, setz dich hin wie ich und wir stretchen und reacten zusammen. Let's go, würde ich sagen, direkt. Hallo, da bin ich wieder. Meine Eltern hatten ja die Hoffnung, dass aus mir was Seriöses wird. Pilot, Feuerwehrmann oder Astronaut. Jetzt bin ich YouTuber geworden, aber ich möchte den Traum dennoch erfüllen und deswegen habe ich gedacht, möchte ich Doktor werden und zwar so schnell wie es geht. Und dafür habe ich mir die Hilfe von einem Hacker geholt. Gar keine schlechte Variante, wenn man sieht, wie es manchen YouTubern so geht. Du kannst mir jetzt einfach hier in Photoshop eine Promotion basteln und mit der kann ich zum Bürgeramt gehen und sagen, ich bin Doktor. Ich denke, das dauert 10 bis 15 Minuten und dann hast du einen fertigen Doktortitel. Und das jetzt hier ist einer, den du schon gebaut hast oder ist das ein Krass. Ja gut, also ich weiß nicht, ob man einen Hacker braucht dafür. Eigentlich braucht man ja nur ein Dokument, was bescheinigt, dass du einen Doktortitel hast. Oder dass jemand das hat, ein Freund von dir zum Beispiel, und du setzt halt deinen Namen ein, ne? Genau, weil das sieht ja eigentlich gar nicht so professionell aus. Aber gibt es da nicht irgendwo eine Datenbank, die das dokumentiert, dass du halt wirklich einen Doktortitel hast? Schauen wir mal weiter. Ja, das Witzige ist, das ist in der Tat ein Original, das ist ein richtiger Doktortitel. Ich bin immer davon ausgegangen, dass so eine Urkunde sicher ist, dass die nicht gefälscht werden kann, dass da irgendwie Wasserzeichen gemacht werden, ein Wachssiegel oder die Ränder angekokelt werden. Aber nö, das sieht aus wie von den Bundesjugendspielen. Es gibt in Mainz die Johannes-Gutenberg-Universität, da kannst du ja mal schauen, wie da der Schriftzug aussieht und mach bei mir mal bitte daraus das KT Gutenberg. Ja, gute Frage eigentlich, ne? Also wie sicher ist sowas wirklich? Ich hab gar keine Ahnung. Klar, Zeugnisse und sowas, aber wenn man ehrlich ist, wenn du da das Originalzeugnis hast und dann einfach das scannst und änderst in Photoshop, gar nicht so schwer eigentlich sowas zu fälschen, oder? Gutenberg-Logo, also es ist einfach ausgedacht, Uni, damit wir uns nicht strafen. Ja, Johannes Gutenberg Realschule war ich auch. Urkundenfälschung kommt für mich ja nicht in Frage und deswegen habe ich mir eine Uni ausgedacht. Welche hast du denn ausgedacht? Na, in Mainz gibt es die Johannes-Gutenberg-Universität. Und daraus habe ich die Karl-Theodor-Gutenberg-Universität gemacht. Der hat es ja auch mit Doktortitel, ne? Ich würde empfehlen, dass du das auf so 200-300 Gramm Papier ausdruckst. Und dann sollte das laufen. So, da ist mein Doktortitel. Ich kann es selbst kaum fassen. Ich bin Doktor der Naturwissenschaften. Karl von Benckendorf und Ernst Hobby Hoppmann werden jetzt unterschreiben. Und jetzt kommt, glaube ich, die überhaupt größte Hürde bei dem ganzen Streich. Und zwar einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen. Ich habe gehört, das ist nicht so einfach, aber Geheimtipp, man soll die 115 anrufen. Das ist die Bürgerhotline hier in Berlin und da soll man auf jeden Fall einen Termin bekommen. Steht mir übrigens auch bald bevor, wieder Bürgerbüro, ey. Einer von euch Bobbycar gefahren früher? Wir haben früher bei meiner Oma, da geht es so einen Berg runter, und da haben wir Bobbycar-Rennen gemacht gegeneinander und dann noch so Baumstämme aufgestellt, ich mit meinem Bruder zusammen. Mega witzig war das eigentlich. Hätte ich noch mal Bock drauf. Richie, wenn du das Video siehst, lass mal Bobbycar fahren gehen. Ja, schönen guten Tag, Marvin Wildhage mein Name. Ich würde gerne einen Termin im Bürgerbüro vereinbaren. Ich kann Ihnen für Mittwoch um 8:15 einen Termin anbieten. Perfekt, alles klar. 8:15 Uhr am Mittwoch in Wedding. Gott sei Dank. In Berlin ist echt ein Chaos, einen Termin zu bekommen, aber es hat geklappt. Und jetzt hoffe ich nur, dass die im Wedding mir das glauben.
Bist du nicht eigentlich viel zu jung für einen Doktortitel? Naja, ich bin 24, da kann man schon Doktor sein. Ich habe mal von so einem 13-Jährigen gelesen, der das geschafft hat. Aber der ist auch mega schlau. Und bist du nicht so fuchsig? Ich sitze hier und mache mit dir O-Töne, ne? Ich versuche seit Stunden, diese Kacke hier auswendig zu lernen und ich kann es mir einfach nicht merken. Also wenn ich da sitze und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses Bürgerbüros mich wirklich nur eine Sache über dieses Zertifikat fragen, ich kann es de facto nicht beantworten. Klar, muss ich natürlich ein bisschen vorbereiten, aber du weißt ja auch gar nicht, was für Fragen die jetzt stellen. Also ich hätte gar keine Ahnung, was sie mir da für Fragen stellen wollen. Also ich weiß nicht, was die Funktionsanalyse zur Auswertung nicht linear... Ich glaube, das juckt die überhaupt nicht. Und die ziehen das einfach durch, schreiben das um und dies und das fertig. Gleichungssysteme sein soll. Und ich glaube, dass es das auch nicht gibt, denn wir haben uns das ausgedacht. Also es gibt de facto, ich weiß es ja nicht mal, ob es das gibt oder ob das überhaupt Sinn macht. Wir haben es uns einfach ausgedacht. Und genauso sieht es aus wie Modellbildung in der algebraischen Kryptoanalyse. Es klingt auf jeden Fall so, als ob ich in ein paar Jahren reich wäre, wenn ich das hier studiert hätte. Auf den Termin im Bürgerbüro habe ich mich natürlich vorbereitet. Ich habe mir extra ein Hemd angezogen, mir die Haare gekämmt und mir 2 Wochen lang so ein Bart wachsen lassen, damit ich älter aussehe. Ich habe jetzt den Termin und mache noch mal ein paar biometrische Fotos von mir, denn die brauche ich ja für den neuen Perso. Machen Sie einen neutralen Gesichtsausdruck, bitte nicht. Wo ist denn sein Bart? Ich habe auch so einen krassen Bartwuchs. Hör ich mir auch eigentlich gerne mal einen Bart wachsen lassen, um mal zu gucken, wie es überhaupt aussieht. Lächeln. Jetzt geht's los. Da sind sie, die neuen Verbrecherfotos. Ja, naja, immerhin habe ich ein Hemd an. Mir geht ordentlich der Stift. Bin mega nervös und hoffe, dass es alles gut geht. Hallo. Nee, es geht darum, meinen Doktortitel dort eintragen zu lassen. Hattest du denn irgendwann Angst, dass du auffliegst? Na klar, ich gehe in den Raum rein und sage der Mitarbeiterin, ich will einen Doktortitel beantragen. Boah, jetzt bin ich richtig gespannt, wie einfach das ist. Die hat mich natürlich schon schief angeguckt. Ich meine, ich sehe aus wie 16. Und dann? Und dann habe ich noch meinen Perso auf den Tisch gelegt und habe gesagt, bitte tragen Sie jetzt meinen Doktortitel hier ein. Genau, Foto braucht es noch ein neues und Geld sollte ich mitbringen. Das ist der 2. Juli 1996. Und Doktortitel, Mann! Vielen Dank. Ja, ich glaube, sie hat es einfach entgegengenommen. Man sieht es ja nicht so richtig, ist ja so ein bisschen blurry. Ich glaube, sie hat es einfach entgegengenommen, kommentarlos, hat gesagt, trag das mal hier ein. Jetzt zieht sie es einfach durch. Ja, Moni ist so eine ältere Mitarbeiterin und wohl die Mutti da im Hause. Und die hat das schon öfter gemacht. Und die sagt auch zu mir mit 24... Geil, sie freut sich auch noch einfach mit ihm zusammen. Sie schon Doktor, Mensch, Glückwunsch. Die war richtig stolz auf mich. Ganz ehrlich, ich dachte, ich lege die Urkunde auf den Tisch und die schauen in irgendeinem Verzeichnis nach, ob es denn die Uni oder zumindest den Studiengang gibt. Haben sie das gemacht? Nee, anscheinend gibt es nicht mal ein Verzeichnis über Unis. Was haben die denn gemacht? Ja, die haben sich das angeguckt und haben gesagt, EC-Karte bitte, 2880, Personalausweis. Krass, das ist ja das, was ich gedacht habe. Ich habe genau das gleiche gedacht wie er, dass es da ein Verzeichnis oder irgendeine Online-Datenbank gibt, wo man das abgleicht, ob man das auch wirklich bestanden hat. Aber, nö. Fertig. Okay, und dann mache ich wieder einen Termin und komme vorbei. In Ordnung, mache ich so. Vielen Dank. Dann einen schönen Tag. Als ich aus dem Bürgerbüro rauskam, war die Erleichterung natürlich groß. Ich meine, was hätten die gemacht? Hätten die mich beim Lügen erwischt? Hätten die Polizei gerufen? Hätte ich Zwangsarbeit? Krass war das einfach. Also, an alle meine Freunde, die gerade einen Doktortitel machen von den Medizinstudenten. Ist nicht so schwer. Ich kann auch gut Photoshop übrigens. Also nicht, dass ich jetzt hier Ärger bekomme oder so. Ich fällt euch das natürlich nicht, aber es ist ja krass einfach. Also wie leicht du dir... Die Frage ist ja dann auch, alle anderen Urkunden, Titel, ne? Wenn du einen Abschluss gemacht hast, ne? Dein Arbeitgeber, deine Zeugnisse fälscht, wie sehr wird das in Wirklichkeit kontrolliert? Wie wichtig ist dann... Also klar, wenn du dann die Arbeit nicht kannst, ne? Aber mal angenommen, du hast... Ich kann zum Beispiel gut Videos schneiden, Sachen bearbeiten, bla bla bla. Und ich stelle mir einfach einen Bachelor aus in Mediengestaltung. Bachelor of Arts ist das dann, glaube ich. Ja, bin ich Bachelor of Arts in 10 Minuten Photoshop. Müssen oder wäre Moni über den Tisch gesprungen und hätte mich in den Schwitzkasten genommen.
Ich bin sehr, sehr gespannt, ob das alles gut geht oder ob zwischen Bürgerbüro und Bundesdruckerei nochmal was geprüft wird. Das ist halt die Frage, ne? Was passiert, wenn du dabei erwischt wirst? Und hätte er jetzt kein Video gemacht, wäre es überhaupt jemals aufgefallen? Was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, ist, dass die das Zertifikat nicht mal eingescannt haben. Also die haben sich das wirklich nur angeguckt und Doktortitel eingetragen. Also die haben jetzt wirklich keinen Beweis bei sich gelassen dafür, dass ich eine Urkunde habe. Das ist sehr kurios. 3 Wochen sind vergangen und ich stehe wieder hier vor dem Bürgerbüro und hole jetzt meinen Personalausweis ab. Und im besten Fall steht da Dr. Marvin Wildhage drin, obwohl ich nie eine Uni von innen gesehen habe. Da stehen auch böse Securities vor der Tür und wenn die rauskriegen, dass ich gemogelt habe, dann komme ich da glaube ich nicht mehr heil raus. Drückt mir den Daumen, dass es gut geht. Hallo. Genau, das bin ich. Ihr Ausweis bitte. Wo haben Sie denn Ihr Doktortitel gemacht? In Mainz. Boah, jetzt bin ich auch richtig gespannt. Aber ich glaube, hätte es Probleme gegeben, hätte er vorher schon einen Anruf bekommen. An der KT Gutenberg. Bei der Abholung dachte ich, komme hier einfach hin, mein Perso liegt da und ich kann wieder gehen. Aber die Mitarbeiterin hat da tausende Fragen gestellt. Und was hast du gemacht? Na, mir ging der Arsch auf Grundeis. Aber ich habe alles beantwortet und habe gelogen, dass ich die Balken biegen. Welchen Themenfeld? Mathematik. Ach, wirklich? Ja, leider. Warum leider? Na, ich wollte eigentlich in die Richtung Wirtschaftsrecht gehen, aber... Das ist ja viel interessanter. Hast du nicht eigentlich jetzt ein schlechtes Gewissen, dass du die armen Damen beim Bürgerbüro verarscht hast? Nee. Denkt sich das gerade alles aus? Ich wette, der denkt sich gerade einfach alles spontan aus. Schon ein bisschen. Für Moni tut's mir vor allem leid, ne? Aber ich meine, kann ja auch keiner damit rechnen, dass da jemand mit so einem gefälschten Wisch ankommt und behauptet, Doktor zu sein. Du bist einfach ein scheiß Lügner. Ja, Moni klingt doch sympathisch, oder? Und Doktor. Mathe, bei welchem Themenfeld, Mathe? Gleichungssysteme, lineare Gleichungssysteme. Hast du das wirklich gemacht? Was schreibt man denn da? Na, im wesentlichen Teil ging es um die Kryptoanalyse, aber ja. Wie gesagt, ich wäre lieber in Wirtschaftsrecht gegangen. Ich glaube, da wäre es auch einfacher, jetzt zukünftig einen Job zu finden, aber NC hat nicht gereicht. Super, brauchen Sie noch irgendwas? Nein, alles gut. Okay. Vielen Dank, dann ein schönes Wochenende. NC hat nicht gereicht. Ich wette, für Mathematik, Doktor, brauchst du trotzdem einen krassen NC. Also ich hätte damals Mathe. Ciao. Tschüss. Ich bin Dr. Marvin Wildhage. Tschüss, ich check das jetzt. Ich dachte gerade, ich habe das Video gedownloadet und denke mir gerade, wieso kommt da eine Werbung? Am Ende ging es ja ratzfatz mit dem Doktortitel. Ja, das war erschreckend einfach. Ganz ehrlich, ich will nicht wissen, wer alles am OP-Tisch steht und da nichts zu suchen hat. Das ist einfach so Wahnsinn, ne? Ich habe jetzt einfach einen Doktortitel in meinem Perso. Hältst du jetzt eigentlich den Perso mit Doktortitel? Natürlich. Boah, ich glaube, wenige haben dazu die Eier. Schreib mir mal in die Kommentare, ob du die Eier dafür hättest, das echt durchzuziehen. Also ich nicht, glaube ich. Nicht. Ich werde den Perso natürlich zurückgeben, werde mir wieder einen Termin machen und einen neuen Perso beantragen. Wird das nicht ein total unangenehmer Termin werden, wenn du sagst, haha, ich habe euch verarscht, ich will nicht mehr? Schon, aber ich werde einfach hingeben und sagen, hier, bitte, neuen Perso. War ein Fehler. Also könnte sein. Gibt es dazu auch ein Video? Leute, schreibt mir bitte, wenn es dazu auch ein Video gibt. Das würde ich unglaublich gern sehen. Schön, dass sich Moni doch in Schwitzkasten nimmt. Ich hoffe, dass Moni da nicht da ist. Es ist einfach so witzig, dass da jetzt Dr. Marvin Wildhage in meinem offiziellen Perso steht. Ihr Lieben, ab nächster Woche kann man bei mir in der Praxis Termine vereinbaren. Und bis dahin würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und die Glocke aktiviert, um kein Video zu verpassen. Wenn euch das Video gefallen hat, schreibt gerne mal Hashtag Dr. Marvin in die Kommentare. Und ich versuche jetzt in der Zwischenzeit einen Termin im Bürgerbüro zu bekommen, um den Perso zurückzubringen. Vielleicht klappt es dieses Jahr mal schneller. Hast du mir... Krasser Typ, der Marvin. Yes, Leute. Schickt mir gerne immer solche Videos, wenn ich mal auf was reacten sollte. Stretch and React, neues Format, spontan mir heute eingefallen. Ich wünsche dem Marvin alles Gute auf jeden Fall. Ich hoffe, er kommt da möglichst glimpflich raus, ohne so super viel Cash zu zahlen. Naja, schwierige Angelegenheit, aber ich habe meine Meinung ja gesagt. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr denkt. Lasst mir gerne ein Abo da und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.